Aber das ist echt nur meine Chance, dem, indem ich ihm ausweiche, so einen Buff zu kriegen. Ja, wir können natürlich auch im Kreis laufen, das ist auch kein Thema. Huch! Aua! Schön, dass ich mich jetzt wieder daran erinnere, dass ich... ...dass ich mich heilen kann. Ich muss jetzt nur die Heilungen, die Zeit zwischen zwei Heilungen immer überbrücken. Ey, wir haben ihn schon auf die Hälfte unten. Aua. Jetzt hat er mir trotzdem eine gewischt. Uah. Aua, aua, aua. Ui. Aua. 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 Hi. Sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich versuche mich einigermaßen zu konzentrieren. Scheiße. Das war in die völlig falsche Richtung. Ich hab ihn! Ja! So. Was hast du denn für mich? Das war äußerst beeindruckend. Dankeschön. Für eine, die nach Zivilisation stinkt. Oh, und wonach riecht Zivilisation genau? Danke. Nach Blut und Angst. Aber du hast die Bestie besiegt. Das war eigentlich ganz einfach. Die Bestie hatte keine Chance gegen mich. Du hast gut gekämpft, das lasse ich dir. In meinen Adern fließt das Blut von Helden. Viele standen mir gegenüber und wenige überlebten. Aus irgendeinem Grund hat dich Artemis gesegnet und deine Hand geführt. Ich tue, was ich tue. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin Talia, eine der Töchter der Artemis. Unsere Anführerin Daphne sucht nach jemandem. Vielleicht bist du das. Wirst du dich mit ihr treffen? Ja, gerne. Gut, ich gehe zu Daphne. Du findest sie beim Tempel der Artemis in Phokis. Wähle einen anderen Weg, Reisende. Dieser Weg ist nicht sicher. Was ist denn los? Eine Kreatur ohne jede Vorstellung von Moral haust an diesem Ort. Du wurdest gewarnt. Ich hoffe, du hast eine Münze für Charon. Meint ihr den Löwen, den wir gerade gekillt haben? Okay. Ach so, halt, ich bin da wieder in einem. An einem gefährlichen Ort. Aus dem ich mich natürlich nicht wegteleportieren kann. Wir gehen jetzt einmal hoch und dann teleportieren wir uns nach Phokis. Wo auch immer das ist.
Da, Fokus. Schön, sie ist in der Nähe von... von einem Aussichtspunkt. Dann fliegen wir doch da mal hin. Machen den Aussichtspunkt. Und dann suchen wir Fokus. Finde ich, hört sich nach einem wundervollen Plan an. Wo muss ich denn hin da? Ui! Hallo. Entschuldigung. Ich bin im Heiligtum von Delphi wieder. Habe ich nicht da gegen den Typen gekämpft? Den da die ganzen Frauen gekillt haben? Ich meine, das war hier. Was bist du eigentlich? Grab der ersten Pythia. Oh, nee. Wir gehen weiter dahinter. Wir halten uns eh schon viel zu sehr mit anderen Sachen auf. Wie gesagt, ich bin kein Fan dafür, dass man für die Hauptquest ein bestimmtes Level haben muss. Ich finde es schön, dass sich alle Gegner anpassen, außer die von der Hauptquest. Aber es kann auch sein, dass wir einfach nur hinlaufen müssen. Und dann sind die da auch alle Level 27. Aber ich glaube es nicht. Oh Gott, Alter. Ich habe mich gerade von meinem Stream-Vorschaubild erschrocken. Ich dachte, es läuft jemand bei mir im Gang. Nein, es war ich. So, wir peilen erst den Aussichtspunkt an. Und dann... Na? Fliegt man noch ein Stückchen weiter hoch? Ich hab sie. Da. Muss aber erst auf den Tempel da hoch. Oh, synchronisieren. Machen wir sofort. So. Ja, es sieht einfach geil aus, wenn du von weiter oben bist. Also schön ist das Spiel, das muss man ihm lassen. Ihm, dem Spiel. Das hat sogar gestimmt, oder? Das hat mich jetzt so doof angehört, dass ich dachte, es stimmt nicht. Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Man sagte mir, ich sollte Daphne aufsuchen. Von dir hat Talia also gesprochen. Du warst diejenige, die das Unbesiegbare erschlug. Stark vielleicht, aber nicht unbesiegbar. Ich bin Cassandra. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du willig bist und fähig. Ich bin immer willig. Das bin ich, jawohl. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn. Und bringe mir sein Fell. Das war's? Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Kann ich ihn abschießen? Ich werde warten mit deiner Belohnung. Kann ich ihn mit Pfeilen... Was wird das denn jetzt?
Kann ich sie mit Pfeilen abschießen? Sie da also einfach nur hingeplatscht. Geil. Alter. Das ist hinplatschen. Ja. Okay. Dann erlege ich jetzt dieses komische Schwein. Ach so. Ich glaube, das ist es. Ach Mann. Ein Schwein. Hallo. Ein Schwein. Da. Ich muss ein bisschen weiter hoch. Das ist mal ein Schwein. Schaut nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo hoch. Und Pfeile schießen auf... Ach Mann, geh von dem Scheißbaum runter. Als könnte ich irgendwo hoch und mit Pfeilen auf dieses Schwein schießen. Das wäre richtig nice gewesen. Ein kaledonischer Eber. Kann ich auf den Baum? Mag für einen Freund. Nein. Scheiße. Ich habe vorhin auch noch einen anderen gesehen. Okay, nee, es ist wirklich nur der. Also, in Anführungszeichen nur er. Oh mein Gott. Wie schnell willst du sein? Ja. Verlässt das Kampfgebiet. Halt's Maul. Das Schwein verlässt das Kampfgebiet. Ja, ihr nichts dafür. Warum rennst du weg? Ach, jetzt holt er seine Buddies da, oder was? Und ich darf meine Buddies nicht holen, oder wie? Ach so, ja, killt gerne euren Kumpel. Ist mir auch recht. Ja klar, hol noch mehr. Achso, der ist so weit weg. Aua. Ich will eigentlich hauptsächlich dich killen. Aua. Ich glaube, der ist so schwierig zu machen, weil er 50 Millionen Viecher um sich rum hat. Aua. 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 Uah. So, das nächste ist hin. Aua. 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 Vielleicht sollte ich doch erst die Kleinen killen, ha? Das werden ja immer mehr Kleine, Alter. Aber ich habe so die Hoffnung, dass wenn ich den... Aua. Ja, ich müsste den eigentlich nur noch einmal treffen, also. Aua, 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 aua. Uah.
Jetzt bin ich nicht weggekommen. Meine Nase juckt! Wo ist das Kampfgebiet? Komm her! Oh mein Gott! Das werden wirklich immer mehr von diesen Viechern! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hören die auch irgendwann auf, nachzuspawnen? Ach du Scheiße! Oh ja, es ist mal eins alleine da. Weißt du, schon kommt sein Kumpel dazu. Kann sich nicht mal eine Minute hier alleine unterhalten. Heil dich, heil dich. Aua, 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 aua. Gott, okay. Das muss es doch jetzt gewesen sein, oder? Oh Gott, Alter. Ich sollte zum Tempel und Daphne das Fell bringen. Ja, sollte ich. Weg hier. Kein Bock mehr. Ich war im Lehrer, weil ich spontan die Idee hatte, mein Bart zu putzen. Die Idee habe. Ja, okay, ich brauche nicht reden. Ich habe gestern spontan angefangen, mein Bart zu streichen. Ja, ich bin mir was auch so 21 Uhr, so eine Stunde bevor ich schlafen gehen sollte. Aber willkommen zurück. Ich hoffe, dein Badezimmer funkelt nun. Ich habe dabei 30 Millionen Eber erschlagen. Oh, gar nicht anstrengend. Ich bin überhaupt nicht fix und an. Wir holen jetzt noch die Belohnung ein und dann laufen wir mal zu Fuß zu Myrine. Wie sie auch immer heißt. Ist meine Mutter hat den selbst seltsamen Namen. Hi. Hast du dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Oh, danke. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich. Ich flirte jetzt einfach mit jedem. Zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst. Da, Leute, ihr müsst einfach nur ein Schwein erledigen. Eure Angebeteten, die aber nicht von ihr Haut bringen und schon läuft's. Brachten sie zu uns als Prüfung, als Test. Ich habe jetzt vorgewischt und wenn das trocken ist, ziehe ich die Waschmaschine vor, mache dahinter sauber und dann wische ich das Bad richtig. Alter, du Macherin, Dönki. Mein Leben ist jetzt schon legendär. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist. Nein. Die Kreaturen jagst. Nein. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor Acht. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Noch 6. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Ich glaube, ich habe schon einige von ihnen erlegt. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten.
Ich hoffe, du lässt mich nicht zu lange auf dein schönes Gesicht warten. Ich kann mich gerne auf dein schönes Gesicht setzen. Dafür habe ich jetzt immerhin einen Bogen bekommen. Ist doch schön. She's begeistert. Ja, ist krass, ne? Immerhin. Ich will die nicht jagen. Nee. Das sind die. Na, guck mal, den habe ich schon erlegt. Bleib hier. Bestienbezwingerin. Schön, dich zu sehen. Schön, auch dich zu sehen. Das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können. Oder ja. Abgeben. Die 2 Meter, da war ein echt großer Stein im Weg. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Jawohl. Vielleicht bist du etwas voreilig. Flirten kann ich nicht. Ah. Ich habe ein Fell. Löwen. Wunderschön. Wie seine Jägerin. Danke. Genau wie du. Stärke ist machtlos im Angesicht der Schönheit. Selbst Herakles verfiel ihrem Zauber. Du erlegst mich spielend mit deinen Worten, wie die Kreaturen mit dem Schwert. Oh, das war noch gar nichts. Jawoll! Ich hab's drauf. Das war ein kurzes Techtelmechtel. Aber ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen. Ah. Okay. Wo zum Fick muss ich denn jetzt hin? Karte? Ja, ganz da unten. Das, was da am nächsten... Ich hol mir ein Boot. Ich hol mir ein Boot und fahr dahin. Na, bestimmt gut. Boot. Was mache ich mir zum Essen? Pizza. Boot. Ich hatte heute auch Pizza. Auf Position zum Ablegen. Hui. Ich muss hier um die Insel rum. Oder? Bin jetzt schon richtig abgebogen, ne? Ja, hier um die Insel rum. Und dann nach rechts. Wobei, ich kann noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. So, wir fahren jetzt eine Weile. Ich habe keine... Was? Du musst dir doch einen Vorrat anlegen, Dönki. Ich habe jetzt einen Vorrat da. Ich glaube, ich habe 6 Pizzen oder so in meiner Tiefkühltruhe. Aber gut, ich habe auch eine sehr große Tiefkühltruhe. Das sollte man vielleicht auch bedenken. Da ist jetzt genau. Aber ich fahre jetzt die Insel da quasi noch weiter. Und heppa. Ja, wenn ich mir einen Vorrat anlege, esse ich den auch direkt alle. Du musst dir einfach einen so großen Vorrat anlegen, dass du die nicht alle direkt essen kannst. Wie ich. Ich habe 6 Pizzen zu Hause jetzt. Ich liebe Pizza, aber 6 Pizzen kann ich dann doch nicht essen. Wir
Wir kommen dem Treibgut näher. Oh, lol. Spurenlesermantel. Du weißt nicht, was ich alles direkt essen kann. Ja, im Edeka ist gerade Pizza runtergesetzt. Ah, das wollte ich gerade sagen. Und bei Kaufland diese Woche Barillanudeln und Pesto. Ah, das geht auch noch bis morgen. Ich hatte schon Frühstückspizza. Ja, Frühstückspizza ist geil. Ich bin jetzt schon richtig, ne? Nee! Ich muss das Ding noch entlangfahren. Hui! Wobei, ist das, macht das Sinn? Nee, es reicht, wenn ich da anlege. Dann einfach da drüber laufe. Das ganze Pizzasortiment. Nee, Dr. Oetker Pizza. Nochmal, ich fahre am Freitag nach Laufen. Ja, die Restaurante-Pizza halt. Ich habe in meinem jungen Jahr, als ich noch Formel 1 geschaut habe, 3 Pizzen am Tag gegessen. Ja, Frühstück, Mittag, Abend, das ist schon klar. Froster-Fertiggerichte sind auch aktuell im Edeka runtergesetzt. Da habe ich nämlich auch ein paar mitgenommen. Ach lol, da oben ist eine Aussichtsplattform. Fühle ich auch so das mit der Formel 1. Huch. Warum? Ach so. Nein, 3 Pritzen pro Rennen. Aber es ist doch nur mal ein Rennen an einem Sonntag. Das geht doch auch ewig, oder? Wie lange dauert so Formel 1? Ich finde Formel 1 scheiße langweilig. Deswegen keine Ahnung, wie lange das dauert. Weil ich schon nach 3 Sekunden übelst. Max 2 Stunden. Ja gut, in 2 Stunden. Wäre jetzt auch bei mir nicht so abwegig, dass ich das essen könnte. Ich sag's mal so. So, wo habe ich denn jetzt diesen Ausblick hier? Ich nehme mal stark an da hinten. Boah, Alter, 2 Stunden so Autos im Kreis. Nee. Das ist wieder ein sehr schöner Aussichtspunkt. Ja, ich find's witzig, weil die Formel 1 echt Fahrt wird, aber Trackman der Show spiele ich gerne. Ja, gut, nee. Da bin auch ich draußen.